Assalamu alaikum, Boys and Girls. Herzlich willkommen zum nächsten Bau-Update-Video von The Vibe in JVC. Hängt die Dings falsch? Nee, ne? Ah, die sind lose. Okay, also. Safety first. Ja. Bei dir auch? So. Ah ja. Das hängt darum wie Arsch und Eimer. So. Also. Boys and Girls, Salam Alaikum. Es geht heute hoch. Bau-Update-Video für The Vibe, nachdem wir das letzte vor der Tour gemacht haben im August. Yep. Anfang August. Ist jetzt Ende Oktober und wir schauen uns mal an, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir nehmen euch mit. Unser drittes Projekt, The Vibe, hier in JVC Dubai, der erste Plot. Aber ich erkläre alles für ein bisschen Unsinn. Let's go upstairs. Jalla. So, damit kriegst du mich stundenlang beschäftigt. Mit sowas. Sowas liebe ich. Plastik abreißen von Sachen. Und dann ist auch Fahrstuhl in Jungferung. Was? Weil was? Aber weißt du, was ich abreißen kann? Dein Gehaltszettel. Aha. Eieieiei. Hier sind die Studios. Das ist praktisch die 315 hier, Maka. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem dritten Stock bei The Vibe. Ich stehe gerade in der 315. Das ist ein One-Bedroom-Small mit Pool-View. Und was wir von hier sehr gut sehen können, ist in der ersten und zweiten Etage sind wir schon am Ausmauern. Das heißt, die erste Etage wird schon komplett mit den Zwischenwänden ausgemauert. Das heißt, Toiletten, Wohnzimmer, alle Mauern stehen schon, sind in der zweiten Etage, sodass wir nächste Woche schon mit der dritten Etage zum Ausmauern anfangen können. Obwohl wir gerade erst die Decke der sechsten Etage gießen. Das heißt, jetzt Anfang der Woche gießen wir die Decke der sechsten Etage, sodass die siebte Etage dann die Woche danach anfangen kann. Jetzt sieht man mal, wie schnell unser Baufortschritt ist. Das heißt, wenn wir später oben die 19. Etage fertig haben, sind wir in der 16. Etage schon fertig mit Ausmauern. Also, das ist auch so ein Part, warum in Dubai so schnell gebaut werden kann. Aber jetzt schauen wir mal einmal rüber, lang über die Poollandschaft, wie groß die doch ist. JVC ist ja derzeit in aller Munde und es gab ganz, ganz viele Gerüchte, was ist mit der Hesser Street, viel Verkehr und. Und es wurde vor genau 14 Tagen announced, dass es jetzt ausgebaut wird. Und das ist auch ein Part von Dubai. Es wird direkt umgesetzt. Und das zeigen wir euch jetzt, wie es aussieht. Genau, denn das hier ist die Hesser Street. Teilweise noch ein Nadelöhr, wenn es Richtung JVC rein oder raus geht. Vor allem in Stoßzeiten. Und hier sehen wir schon, wie sie diese roten Barrikaden schon aufgebaut haben, um dort das Bauvorhaben in den nächsten Jahr, anderthalb umzusetzen. Das heißt, die Hesser Street wird hier vergrößert, die Spuren werden fast verdoppelt sogar. Das heißt, das Nadelöhr wird dann hier auch in der Hesser Street aufgehoben Richtung Marina. Wir brauchen jetzt ungefähr ohne Traffic 10 bis 12 Minuten, mit Traffic 20 Minuten, 25 Minuten. Und das soll natürlich den Traffic natürlich entlasten. 180 Millionen Dirham werden da rein investiert. Und auch da wieder, es war für anderthalb Jahre roundabout ein Thema. Traffic, 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 boom, mehrmals gemeldet. Dubai macht ein Announcement, nimmt Geld in die Hand und die Baustelle ist das Ergebnis. Ah, mashallah. Wenn man wüsste, wo Burj Al Arab ist, ne, muss direkt hier sein. Da muss das sein. Ne? Weißt du, ah, da sieht man's. Die View ist der Hammer. Ja. Die View ist der Hammer. Wir stehen gerade in Thorstens Wohnung. Müssen wir ja kurz mal Hallo sagen. Ne? Also, wisst ihr, die Großinvestoren. Guck dir das an. Ja. Gönnt sich Magical neue, wie heißt das, Bohlen? Bohlen.
Bohlen. Gerüst Bohlen. Wie Dieter Bohlen. Ja. Echt jetzt? Ja. Das ist quasi ein dickes Gerüstbrett hier. Ein dickes Gerüstbrett? Ja. Um es einfach in deinen Worten zu sagen. Also das ist kein Röbel, mit dem kannst du auch nicht über den Föhr fahren. Schade. Ja. Aber neue Bohlen. Aber neue Bohlen. Ja. Das ist quasi der arabische Dieter. Ja, die Jungs müssen ja irgendwie über die Gerüste laufen können. Deswegen hast du Gerüstbohlen hier drauf. Ja. Ja, dann lass uns einmal rübergehen und dann können wir ja hinten vorherlaufen. Also, lieber Kameramann, jetzt stehen wir in den sogenannten Renditemaschinen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meter. Roundabout, ich glaube ein bisschen mehr, ich glaube meine Schritte waren ein bisschen wenig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, Toilette, 7, okay. Also 6 mal 8 Meter ungefähr groß, 6,5 mal 8 ungefähr, 8,20. Also um die 70 Quadratmeter auf gut Deutsch, Vorsicht. Und diese Renditemaschinen heißen Renditemaschinen, weil sie nämlich deutlich kleiner sind als die Prime-Wohnung Richtung Pool. Die sind noch mal 10 Quadratmeter größer. Wir wissen aber, dass wir hier ungefähr die gleiche Miete bekommen wie vorne. Allerdings der Einstiegspreis ist viel günstiger, weil wir uns zum Beispiel das Gäste-WC gespart haben. Und 99% unserer Mieter sind zu 99% der Zeit komplett alleine oder als Pärchen da drin. Das heißt, die brauchen kein Gäste-WC. Happy Times. So, das ist auch denen alles viel zu nervig, die wollen es nicht putzen. Deshalb, das sind genau die Renditemaschinen, die wir ja in allen unseren Projekten jetzt so umgesetzt haben. Übrigens, es war damals ein Tipp von einem Investor, der uns gegeben hat, die Wohnung 10 Quadratmeter kleiner zu machen. Also super geil. So, und das ist genau der Punkt. Renditemaschinen sind genau unser Core-Business. Damit verdienen wir euch das Geld. Und das ist meine absolute Empfehlung. One Bedroom Small und One Bedroom Big. Bigger haben höhere Wertsteigerung, die haben nicht so eine krasse Wertsteigerung. Aber hier hast du eine krasse Rendite und die drüben haben nicht so eine krasse Rendite. Das als Verständnis, unser Business in a nutshell. I love you. Aber guck dir mal das Gebäude an. Hier reden wir von G Plus 4. Das hier? Ja. So, dieses Gebäude wird nie wieder an seinem Pool und seinem Innenhof Sonne haben. Weil da kommt ein Gebäude vor und da kommen zwei Tower vor. Und die sind sowieso schon gegen die Sonne gerichtet. Tja, siehst du mal. An alle Renditemaschinenkäufer, wir sind ja komplett ausverkauft in Haven, Ivy und Vibe. Schaut mal, wir haben 16.05 Uhr, wo die Sonne ist. Ihr habt immer noch volle Sonne auf eurem Balkon. Südausrichtung, das, was ihr alle haben wollen, habt ihr auch noch mit den Renditemaschinen hier in The Vibe gehabt. Und glaube ich, haben wir auch bei Haven Gardens. Da hinten raus Süd. Bei Haven Gardens auch, ja. Weißt du Bescheid? Ja. Unten mal bei Haven Gardens anmelden. Bei mir melden. Immer schön bei mir anrufen. Mein Name ist Thorsten Stork. Ich bin der erste Mitarbeiter von Daniel. Meine Telefonnummer bin ich. Maka, nutze es nicht als deine Werbeplattform. Aber natürlich. Hallo. Sales, sales, sales. Sales never sleep. So, lieber Investor, herzlichen Glückwunsch zu der 606, wer auch immer sie gekauft hat. Aus DSGVO-Gründen dürfen wir es natürlich nicht sagen. Ha, Spaß beiseite. Aber jetzt sind wir in unseren Renditemaschinen quasi Richtung JVC rein, sodass wir Richtung Circle gucken. Das heißt, wir gucken auch direkt auf die Circle Mall, die gerade mal 250 Meter von uns entfernt ist. Aber nicht nur die Mall, sondern wir können quasi die Ausmaße sehen von JVC. So, dann haben wir noch Sicht auf die Plots und wir sehen auch, wie viel Platz von JVC, quasi Eingang unserem Gebäude, noch zur Hesser Street ist, der noch komplett begrünt wird. Das ist immer schwierig, das auf Plänen zu zeigen. Jetzt können wir es live zeigen. Lieber Kameramann, zeig mal bitte einmal rüber, dass wir sehen können, der grüne Gürtel rund um JVC bis zur Hesser Street wird noch komplett begrünt. So, jeder, der uns schon ein bisschen länger folgt, kennt den Spruch von Daniel, German quality or even better. Wir arbeiten sogar hier in Dubai mit deutscher Qualität. Doka-Träger, das sind die besten Träger, die du weltweit kaufen kannst. Damit hat auch wieder keiner geredet. Upsala. So, jetzt stehen wir im Business Center in The Vibe in der ersten Etage. Rein theoretisch sind wir ja schon in der sechsten Etage, weil wir erst die Parking haben und. Und hier blenden wir euch mal einen Floorplan ein. Dieses Business Center kann jeder Mieter für sich nutzen, wenn er mal irgendwie ein Event hat oder eine Firmenveranstaltung, wie auch immer, er Leute trifft, steht das jedem zur Verfügung.
Das haben wir nicht in allen Gebäuden, aber hier ist es ganz, ganz wichtig. Warum? Wir haben es extra groß bemessen, weil wir haben ja auch insgesamt 272 Einheiten hier in Vibe und dementsprechend brauchen wir natürlich auch mal ein bisschen Platz, wenn man mal einen separaten Raum braucht. Also, schaut es euch in Ruhe an. Hier oben links ist der Floorplan nochmal. Und ich bin nur hier wegen dem Internet. Ja. Im Business Center hast du halt Internet. Was willst du machen? Und hier wird später euer Gym sein im ersten Stock. Mit Direct Pool View. Komm mal, flex, flex, flex. Hier komm, werden die Gains geboren. Komm, wir machen mal hier die richtigen Gains. Komm, Digga. Komm, los, Digga. Flex, komm, flex. Digga. Zeig flex. Die Maschine. Zeig die Maschine. Ah. Yes, yes, da ist er. Alrighty. Spaß beiseite. Wichtig ist ja, wir haben großen Platz im Gym, sodass natürlich auch für jeden Mieter in dem Moment Platz ist. Aber schaut euch mal diese View an. Wir haben später Full Marina View und Full Burj Al Arab View. Dann stehst du abends hier auf deinem Stepper und gibst mal richtig Gas und kämpfst gegen deine Kalorien und Funde an. Wie ihr seht, ich müsste mal, es wird Zeit, dass das Gym fertig ist bei mir. Aber guckt euch diese View an. Und das aus der B-Lage. Wahnsinn. Alrighty, wir sind am Ende des Videos angelangt. Wir enden es da, wo wir angefangen haben. Ja, ich angefangen haben wir vom Blot, aber ist egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind voll im Plan, sogar einen Ticken davor. Und wenn es interessiert, zum Beispiel Ivy, unser zweites Projekt, das Projekt, das wir davor hatten, sind wir sogar 3 Monate vor dem Plan und werden 3 Monate vorher übergeben. Und Haven Garden ist unser nächstes Projekt. Alle Update-Videos sind unten verlinkt. Natürlich ist auch verlinkt unser ImmoTV, das wir jeden zweiten Sonntag regelmäßig live aus Dubai machen mit Updates aus dem Dubai Immobilienmarkt. Und natürlich die gesamte Knowledge-Plattform, die wir hier aufgebaut haben. Kurs, Webinare etc. etc. Alles unten verlinkt. In dem Sinne, Thorsten, das letzte Wort, bevor wir ankommen. Viel Spaß beim Schauen und ganz viele Kommentare da lassen. Bye, bye.